Ja, herzlich willkommen zu Bobelsnet News am Montagmorgen. Hallo ihr Lieben. Wir stehen am Anfang dieses Jahres. Fantastisch. Stellt euch vor, wir haben die Chance hier, ein neues Jahr zu starten, neue Ideen zu entwickeln, neue Ideen vielleicht umzusetzen. Und du kannst jetzt zurückblicken auf ein Jahr, wo du aufgeräumt hast. Du hast es weggelegt, es ist vorbei, es ist abgeschlossen. Wir stehen im Jetzt und wir schauen wie auf ein leeres Blatt, das wir vielleicht schon geplant haben. Heute, Montagmorgen, der erste Montag im 2016. Und jetzt möchte ich euch etwas mitgeben, was viele, viele erfolgreiche Menschen machen. Das ist ein Erfolgstagebuch. Erfolgstagebuch kann geschrieben, kann gepostet, kann aufgeschrieben in einem Buch sein, auf Zetteln oder wie auch immer. Und da möchte ich einen ganz kleinen Teil draus nehmen, der unwahrscheinlich motivierend ist. Und da habe ich mir Folgendes vorgenommen. Wir nehmen ein Glas und wir schreiben das an, dass es ein Post ist, den ich abgeschnitten habe, ganz einfach. 366 Erfolge im 2016, das habe ich hier drauf geschrieben. Und dann nehme ich so kleine Zettelchen, die zerschneide ich mir, die mache ich mir schon bereit. Ich bin ja ein Mensch, der dann, da muss das dann alles immer schnell gehen. Und dann abends, wenn ich zurückschaue, dann habe ich so meinen Ablauf. Und ein Teil davon ist nämlich der, dass ich mir so ein Zettelchen schnappe. Und dann gucke ich auf den Tag zurück und denke, das ist jetzt toll gelaufen oder diese Person wollte ich schon lange wieder sehen und jetzt habe ich sie getroffen oder das ist mir gut gelungen oder es war für mich wichtig und ich habe entdeckt, einfach was sozial ist, was arbeitstechnisch irgendwas wichtig ist, ist, was für dich einfach jetzt gerade wichtig war an diesem Tag, etwas, was du als schön, als besonders empfunden hast, das schreibst du dir hier drauf. Vorne, hinten hast du ja Platz, es darf eben nicht so groß sein. Dann nimmst du es, dann faltest du es zusammen, dann nimmst du dein Glas und in dein Glas legst du es rein. Ich nehme dir jetzt ein Beispiel von mir da draus und da steht drauf, und da steht drauf, Jahresplanung gemacht, Details für Tagesplanung aufgeschrieben, eine Woche durchgeführt, tut gut. Das ist alles. Das ist jetzt natürlich sehr aufs Geschäft bezogen, aber das ist etwas, wo ich am Abend zurückgeguckt habe und gedacht habe, Mensch, das ist echt gelungen. Jetzt habe ich das gemacht, die Jahresplanung hatte ich und jetzt habe ich diese Tagesplanung gemacht, ich habe sie durchgeführt, ich sehe, dass es funktioniert, vielleicht gibt es noch kleine Anpassungen und ich kann reflektieren und ich bin glücklich, weil mir was gelungen ist. Dann tue ich das in meinen Glasdeckel drauf und am nächsten Tag das gleiche in grün und am Ende des Jahres ist dieses Glas voll und dann kann ich zwei Dinge tun. Ich kann mich hinsetzen mit einem Freund, einer Freundin und das ausschütten und sagen, guck mal, das ist mir alles gelungen in diesem Jahr. Oder ich kann auch eine schöne Musik machen, ein schönes Glas Wein hinstellen und das Kaminfeuer brennt und ich mache mir echt einen schönen Abend mit mir alleine und guck mal, was habe ich alles verändert, wo bin ich überall gewachsen und ihr könnt sehen, das ist ein fantastisches Gefühl. Es ist toll zu sehen, es ist absolut eine Möglichkeit, dich weiterzubringen, wenn du guckst, was du alles gut gemacht hast. Wir setzen ja immer den Fokus auf das Schlechte. Da hast du deine persönlichen Erfolge und du siehst, wie du allmählich auf dem nächsten, auf dem übernächsten, auf dem dritten Level in deinem Leben kommst und damit natürlich auch dein Geschäft oder deine Projekte oder was auch immer du hast. Also, das ist eine gute Möglichkeit. Für Ende des Jahres ist es aber auch dazwischen, wenn du mal demotiviert bist, wenn du den Eindruck hast, es geht nicht weiter und ich habe keine Idee, da kannst du dich von dir selber inspirieren lassen. Du gehst in ein Glas, nimmst ein paar Sachen raus und liest die und denkst, oh boah, da ist es gut gelungen und das ist gut gegangen und das hat doch geklappt. Und dann wirst du inspiriert für das, wo du vielleicht gerade steckst und nicht weiter weißt und kannst es nutzen. Also, ich empfehle dir, pack jetzt ein Glas Marmelade und das leer ist natürlich. Und dann tust du da deine ersten Notizen heute Abend rein. Das kann eins, das kann zwei, das kann mehrere sein. Und am Ende des Jahres nimmst du das Glas und machst dir einen schönen Abend damit. Und dann wirst du sehen, du wirst schon an einem ganz anderen Ort stehen, als du jetzt in dieser ersten Woche am Montag begonnen hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Montag. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Und ich freue mich auf nächsten Montag, wo es wieder heißt, wo wird's nicht use? Ich freue mich, wenn du wieder da bist. Ich wünsche dir einen guten Tag. Auf Wiedersehen.
Thank you.